Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom. Wir sind hier wieder bei Satisfactory Update 8. Das Ganze ist wie üblich im Stream entstanden. Zusammen mit dem Sascha, der ebenfalls gestreamt hat. Natürlich verlinkt unten in der Videobeschreibung und unterstützt von Mario und Carsten. Wir sind eigentlich auf dem Rückweg, weil wir haben die Festplatte, respektive das Rezept, das wir gesucht haben, haben wir gefunden. Aber wie gesagt, auf dem Rückweg, da sind noch die eine oder andere Festplatte auf dem Weg, die wir natürlich gleich noch mitnehmen können. Und vielleicht noch andere Territorien, die wir mal kurz anschauen, die vielleicht noch ein paar Ressourcen für uns freigeben, die wir natürlich auch immer wieder mal brauchen. Aber wie gesagt, es wird witzig schlussendlich. Wo wir gelandet sind, wie wir das Ganze angestellt haben, seht ihr in der aktuellen Folge von Satisfactory. Vielleicht können wir im gleichen Zug da die Schnecke da oben noch holen. Welche, die pinke? Yes. Oder bitte die blaue? Hier, ja, ich nehme hol mal die pinke. Oder lila oder was auch immer. So. Ich glaube, es ist lila. Schaut gut bei mir aus. Da. Ein da hin. Aha. Was denn? So. Das kann ach, du bist schon da. Ja, ja. Wir gehen 30. Also, theoretisch. Baum! Ist mal der fliegt immer noch. So. So. Das heißt, hier müssen wir jetzt Eisenerz reinschaufeln. So, Schnecke hast du geholt, ja? Ja. Plasma-Überreste hast du auch mitgenommen? Ja, den einen. Den einen? Ja, da. Ja gut, ja. Dann haben wir zwei, dann passt's. Wollen wir mal kurz gucken, wo ich hier nach oben komme. So, und jetzt haben wir ja... Das ist der Eingang auf dieser Seite. Wo ist denn der Daumen schon wieder? Das ist hier Splitter. Links. Kommt der Raste weg, ist der Daumen schon wieder weg. Ja, da. Da unten versteckt er sich. Wo ist die Fest? Das Romschiffchen. Ja. Ach, da unten. Okay. Oh, da hat's noch eine Schnecke. Keine Rohre mehr. Stangen mehr. So. Da war was. Wo? Au! So. Da spuckt mich doch eine wieder an. Und kurz gucken. Also, ich gehe mal zu der Schnecke. Also wenn der Sascha wieder mal 5000 Fragmente braucht, wir haben jetzt genug, ja? Ah, da ist da. Unten auf dem Baum ist auch noch eine Schnecke. Das ist der Ausgang, das ist richtig. Heißt... Nochmal gucken. Wir brauchen... Ich komme aus dem Körper von dem Ding nicht mehr raus. Wir brauchen Eisenstangen. Aus welchem Ding? Was ich erweckt habe. Erweckt? Ich brauche mal eben ein paar Eisenstangen. Ich stecke in den Ding drinnen fest. Welchem Ding? Der Mario mutiert zum Alien. Da können wir bauen. Scary. Wo haben wir eigentlich schon wieder Mammzeit? Keine Ahnung. Ich brauche. Au! Was soll ich das? Häng voll fest, Tom. Ja, ich bin gerade im Kampf. Ja, ich auch. Und ich kann mich nicht wehren. Ja, wo bist denn du? Du bist irgendwo da oben. Aber wie komme ich jetzt da wieder hoch? Wow. Jetzt bin ich schon frei. Okay. Was war jetzt das bitte? Da geht's hoch. Ich muss gleich mal kurz gucken, dass wir nur
Eisenerz hier haben. Ich will keine Blätter, ich will den sein Kadaver. Noch ein höher. Was haben wir denn hier eigentlich? Super. Und noch ein höher. Das könnte man theoretisch erforschen. Das leider so, noch jetzt nicht. Aber. Das heißt, da auf die Linie. Highspeed-Anschluss, das könnten wir ja auch schon erforschen, ha? Auch mal dahin. So, so. So. Könnte man auch schon mal. Man könnte eigentlich schon einiges hier noch machen, hier, ha? Ja, aber keine Eisenbahn. Da ist schon. Da ist auch, das passt. Schwefel habe ich. Aber habe ich das Schwefel? Habe ich das jetzt mit dem Wagen? Oder habe ich das alles verbraucht? Ich weiß es nicht. So. Ist der Mario fertig mit Spielen? Ja, schon. Mario geht Schnecken suchen. So. Wo steht sie denn jetzt wieder? Wo bist denn du? Du bist irgendwo hinten. Leider auf der Karte nicht. Ah, du bist hinter mir, du bist wieder vorne. Geh mal zu unseren Fahrzeugen. Ich geh jetzt auch dahin. So, mit Umweg. So. Mit Umweg. Okay. brauchen wir MK3. So. Geht weg. Geht weg. Speicherung. Stahlbeton ist doch irgendwo hier. So, was ist da drin noch? Ah, da habe ich das Schwefel reingelegt. Aber die siehst du, oder? Ja, ich bin auf der anderen Seite vom Berg. Oh. Stahlbetonkrieger einsammeln. Also, dann haben wir da drei gelbe, dann haben wir hier, das haben wir voll. Wenn man sie sehen würde, dann könnte man sie auch einsammeln. Wo habe ich denn die Schnecken? Da sind die blauen. Ist Lila schon reingelegt oder wie? Oder bin ich jetzt einfach nur blind? So. Das haben wir auch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Stahlbetonträger. Ich unterbreche, glaube ich, das Förderband noch mal eben. Hatten wir nur zwei lila Schnecken? So. Es waren doch mehr. Lassen wir die mal eben kurz einsparen. Dann bist du das keiner. Aha. Ah, du hast schon alles angerissen, okay. Du hast da nichts, ha? Ja, warte ein bisschen, wenn du was willst, ich kann was geben. Nee, alles gut, passt. Passt. Bleib mal gucken, ob wir genug Eisenerz zusammenkriegen. Okay, ich hab da ein bisschen was reingekommen. Okay. Wie viel brauchen wir denn? Nein. Wie viel das alle Spiele wir denn hier von eigentlich? Alle sechs Schnecken reingeben, was ich hab. 29 blaue, 10 gelbe und 4 lila. Schick. Festplatte wird auch gehen, gell? 48. Wo hast du die reingelegt? Aha, okay, ja, passt. 10. Also, 30. Dann haben wir jetzt hier eigentlich noch zwei Festplattenorte. Aber Moment, das ist ja eigentlich. Was sind das für krumme Zahlen? Ja. Beton haben wir da, Stahlrohr haben wir da. Ja, das hat meistens bei den Spezialrezepten, dass du so komische Zahlen kriegst.
Ja, der produziert 2,812 pro Minute an schweren modularen Rahmen. So, irgendwo hier rechts von uns sollte noch eine abgestürzte. Ja, die habe ich glaube ich gesehen. Ups. Ja, die kannst du weißt, die kannst jetzt überfahren, ne? Nein, Mario! Was war denn das jetzt? Ich wollte es darüber fahren! Warum will einfach irgendwelche Tiere überfahren? Ja, die sind böse! Böse Tiere, böse! Ja, und wie viele zahlen? Ja, du Kollateralschaden, tut mir leid. Das ist eh normal! Das freut mich schon auf, Tom. Also, wir müssen ziemlich genau hier nach oben, glaube ich. Würde ich jetzt so mal behaupten. Wahrscheinlich wollen wir noch mehr. Das heißt, wir bleiben da stehen. Mal gucken, wie weit ich da mit dem Ding nach oben komme. Also, das ist ein bisschen nervig, dass du mich nicht siehst. Ein bisschen. Ah, ich hab die. Gut, jetzt muss ich das mal rausfinden. Eisenerz. Wo bleibt genug Eisenerz übrig? Willst du noch weiter rauf, Tom? Sofern ich jetzt hier noch keine, also unten schon wieder eine Schnecke. Sackgasse. Lauf, Tom. Nur kurz hier unten gucken. Baust du schon oder baust du noch nicht? Wie viel Eisenerz habe ich denn jetzt? Ich brauche. Ich komme nicht hin. Lauf mal wieder hoch. Gebäude im Weg. Ja, ich bin so ein Gebäude. Nee, Gebäude. Lass mich mal. Ja. So, jetzt habe ich einen. Na doch, jetzt müsste eigentlich schon noch gehen. Also, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Noch ein höher. Nee, das reicht. Doch. Das reicht. 30. Das sind. YOLO. 5, 7. Und zack, Festplatte da. 210. Sehr schön. Und das ohne Kampf. 210. Ohne Kampf. Wir haben hier. Ich habe auch nicht gesehen. 30. Das sind 2, 4, 6, 8, 10. Ich glaube, da drüben sind halt so viele Schnecken, dass es hier halt gar keine Schnecken hat. 330. So. 330 aus. Wo ist unser Rover? Da ist der Rover, der Explorer. 330. Ich bin unten. Hast du abgerissen auch? Ach, ich hab dann. Hast du abgerissen? Ja, hab ich abgerissen, ja. Ich mach das ganz einfach. Ich baue hier vorne einen intelligenten Splitter ein. Aber du hast gar keine Stangen, oder wie? Ja, gerade mal. Das ist ein normaler Leiter. Splitter. Für eine Leiter, das ist ein bisschen wenig. Ja, das war mehr. Den weg, dann. Also jetzt hast du ein paar hundert Stück im Kofferraum. Dankeschön. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir sowieso nur noch. So. Oh, da gibt es noch zwei mehr draußen. Jetzt habe ich doch mit Sicherheit hier irgendwo Eisenerz in der Tasche. Ja. Ist das hier? Ist auch ein No Requirement. Das ist. So, hier. Das ist. Das auf dem hellblauen können wir fahren, oder? Auf dem hellblauen Eisenerz. Wasser. Ja. Und Überschuss. Mal gucken, können wir denn vielleicht. Ich überlege gerade da, wo wir waren, dass wir vielleicht da durchfahren. Also nochmal zurück. Das machen wir jetzt hier auch. Warum fast nicht vor? Weil. Was ist denn hier. Wo kommt man denn hier hin? Warum fast nicht Richtung. Nee, Entschuldigung, passt. Nein, Entschuldigung, ich meinte den Fluss hier. Den. Überschuss. Nochmal. Okay. Da muss. Da können wir vielleicht so direkt dahin, wo wir die Festplatten haben. Jetzt sehe ich dich, wenn du. Oh.
im Auto drin sitzt. Okay. Richtig. Hoppala, was war das jetzt da? Ein Hoppala. Ja. Ein Upsi. Ein prächtiges. So. Wir müssen aber aufpassen, irgendwo da gibt es eine tiefe Stelle. Und dann machen wir das hier auch mal eben. Ja, fast du voraus. Moment. Ja, ja, ich weiß. Ich guck mal kurz schnell so ins Marmor rein. Quarz-Signalisator schon wieder. Beschichtetes Kabel also schon wieder. Legierte Eisenbahn. Nö, alles Müll. Und machen wir doch mal den hier, komm. Das heißt, wir fahren jetzt nach links. Theoretisch kann man auch geradeaus fahren. Würde auch gehen. Achso. Ich kann es doch einfach wegschmeißen. Zack. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Netzschalter, so. Das könnte man auch machen. Da passt. Netzschalter für den Carsten. Also die Sicherung wieder durchschneiden. Fusionator. Ich habe gesehen, wir haben einiges, was wir eigentlich so noch erforschen könnten. Wo war das? Bei Katerium, Tampfleisch und Quarz. Nein. Na? Schwefel war. Experimentelle Stromerzeugung. Was bekommen wir da schon wieder? Was ist das für dich, der Kohle-Ding, ha? Oder fehlt mir jetzt Kohle? Passt. Ist das hier? Passt. Alien-Organismus, das müsste. Das geht jetzt nicht mehr, das habe ich jetzt verbraucht, ja. Gut. Also. Ich glaube. Du bist wieder gefahren. Ja. Entschuldigung. Ich bin draußen. Nein. Jo. Mach doch sowas nicht. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht ins Tiefe fahren. So, da müssen wir, glaube ich, das Loch einbauen. Wände. René, gute Nacht. Gute Nacht, René. Schlaf schön. Schön, dass du da warst. So, jetzt finden wir natürlich wieder die Stahlbetonträger. Das müsste. Ah, ich bin schon wieder da. Oh, der geht ja schnell. Ja, das ist logisch, weil es auf meinem Rechner ist, nicht auf dem Server. Ich bin ein bisschen dran. So. Nehmen wir mal ein bisschen hier raus. Geht Strom durch. Da war ich schon mal. Und da hast du Strom gelegt, Carsten. Bitte, was habe ich? Hast du da Stromleitungen gelegt? Nein, das warst du. So, dann können wir jetzt hier den Lift bauen. Oh. Oh. So, da ist er. Ja, da ist er schon. Ja. Da müssen wir durch. Schon die nächste Festplatte am Start. Aber da sehe ich sonst nichts. Da ist eine gelbe Schnecke. Wo? Ah ja. Können wir den hier wegnehmen? Was machst du? Ich glaube, die Höhe reicht aus. Au! Schaden, Fixit, Eigentum, was ist das? Ah. So, Lady Mist wieder oben, okay. So, da müssen wir gucken, wie wir jetzt. Dazu. Es ist ziemlich direkt westlich. Eigentlich fast genau westlich. Wie sieht es denn da von der Tiefe aus? Jetzt sollte ich hier oben gleich. Das müsste theoretisch gehen. Ja, nicht ganz, Tom. Was, nicht ganz? Eisenerz ankommen. Da gibt es eine tiefe Stelle drin. Wieso, das ist doch alles hellblau. Okay. Heißt hellblau,
Gut. Ja, da gibt's aber dunkelblau auch. Dunkelblau, böse. Und da sehe ich. Willst du eine Schnecke holen? Willst du eine Schnecke holen? Ein Gift drin oder was? Nö. Ah, muss man alles wieder selber machen hier. Autsch. Mario, was machst du? Ich die Schnecke holen. Oh. So geht es viel einfacher. Wer spuckt denn noch? Ah. So, und der hat auch Strom. Willst du jetzt holen? Geh ich mal zur Festplatte. Darum sage ich ja, das Dynamit, das ist Gold wert. Autsch. Oh! Oh! Komm schon. Zu spät. Ein halbes Bällchen. Shit. So, die haben auch Strom. Ein halbes Bällchen hatte ich noch, der nicht mal. Ich glaube, wir sollten Nahrung einmal sammeln. Ja, ich habe genug. Ich habe eigentlich genug Nahrung. Man sollte sie halt auch nur nehmen. Hast du meine drinnen lassen oder? Deine Nahrung? Meine Nüsse. Ja, müsste ich eigentlich gelassen haben, ja. Wir haben auch Strom. Die Schnecke hast du jetzt mitgenommen, gell? Jo. Sehr schön. So, dann können wir wieder zurück rein ins Landesinnere. Und zwar genau, fast schon wie heißt das? Südwest, Süd. Was du, ich meine? Süd, West, Süd. Ja, Süd, West, Süd. Ich bin schon wieder draußen. Ach nee. Ich fahr mal in die Richtung. Es wird auch irgendwann mal spät hier. Ja? So. Aber theoretisch. Dann wieder eine Schnecke. Falsches Stromkabel. Das wollte ich weiß ja nicht, was Carsten gemacht hat. Der ist da rumgelaufen. Alle Schnecken liegen links liegen gelassen. Ja, der raut nur, der Carsten. Ja, und vor allem so ganz alleine für sich. So ganz egoistisch. Der reagiert halt nicht mehr. Er lässt noch am Balkon. Ja, es ist voll intensive Vorbereitung. Ja, kein Strom. Ich bin wieder da, dann falls du. Gute Nacht, Schweizer Farmer. Schön, dass du da warst. Und wenn du Bock hast, vielleicht bis am Mittwoch. Das heißt, die Produktion läuft. Hier kommen Schrauben an. Müsste. Mal schauen, dass den Dom irgendwie erwischt. Naja, ich bin gleich schon wieder am Zielort. Also so weit weg fahre ich jetzt hier nicht mehr. Die eine Schnecke hast du einfach liegen lassen, links liegen lassen, Tom. Echt? Eine blaue Schnecke mitten im Wasser, ganz einfach verlassen. Blau interessiert mich. Lila, gelb. Okay. Nein, hab ich vermutlich nicht gesehen einfach. Ich habe sie auch noch Zufall gesehen, weil die liegt genau im Blauen drinnen. So, heißt die Schnecke haben wir auch. Dann haben wir jetzt noch eine Schnecke mit für 30 Motoren. Das ist die Frage. In die Richtung. Haben die 30 Motoren? Nee, Mist. Du hast keine Motoren dabei, oder? Nö. Ich habe 23. Oder? 30, ja, sind 30 Motoren. Das glaube ich. MK3. Da haben wir die. Da ist noch eine Schnecke. Haben wir die gemacht?
bin ich mir jetzt echt unsicher. Ist es ein altes Safe-Game noch? Ist es da noch Nee, es kann eigentlich nicht sein. Oder doch? So. Eisenbahn, Hamburg. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück ans Land? Einmal so, zurück. Und jetzt. Brauchen wir Strom. Macht mal Strom. Strom. Wir brauchen hier vier. Hier kommen wir mal einen Faktor rein. So, schnell durch. Dann sind wir schnell durch. Diese Giftwolke weg. So. So. Ich bin übrigens auf dem Heimweg, mehr oder weniger, Mario. Ja? Okay. Was du gehört hast. Erst ich möchte nämlich mal ganz kurz gucken, ob wir da drüben eigentlich noch da waren oder eben nicht. Ob das noch ein altes Safe-Game ist, das ich da in die Map geladen hatte, oder ob das noch stimmt. Das müsste... Oh. Ich hoffe, ich habe hier genug Platz gelassen für die Manufaktoren. Haben wir... dass ich es nicht getan habe. Haben wir das schon geholt? Ja, das habe ich geholt. Sehr schön. Mit dem Strom braucht. Okay. So, den... Dass die Stromleitung gleich daneben ist, ist ja viel befern. Ach, das ist fliegende Strommasten. Ich muss mal mit dem Bau, mit dem Bob, der Baumeister, reden da. Der Carsten, der Baumeister. Stromleitung. Oh, boink. Auf welcher Seite? Da. Also das theoretisch. Ah, das Mami ist durch. Perfekt. Ups. Ja, machen wir dahin, ne? Rahm? Wieder trunken. Nein. Oh 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 oh. Autosave abgeschlossen. So. Ach komm, gibt's doch jetzt nicht. Stimmt. Einmal probiert man und dann ist. Aber das Witzige ist, es steht 0 von 4 Spielern da. Okay. Steht ein Auto rum. Ja, das ist meins. Bin aber gleich wieder da. Ich stehe unter Wasser. Na toll, keine Kabel mehr. Wie süß ist denn das? Warum stehst du unter Wasser? Habe ich hier noch Kabel rumliegen? Mein Auto steht unter Wasser. So. Oh nein, sag das bitte nicht. Hoffentlich sind hier noch Kabel. Ich. Ja gut, wenn es unter Wasser ist, kannst du es ja abbauen. Wenn es unter der Karte ist, dann doof. Ja, keine Kabel. Aha, was fehlt denn jetzt hier drin noch? Kabel fehlen. Nee. Da fehlt was anderes. Dann habe ich jetzt da was zu wenig drin. Aber ich habe nichts zum Kabel bauen hier. Jetzt muss ich schon wieder zurück. Ah, der Sprit fehlt hier. Der Sprit geht langsam zur Neige. Dann kann ich hier außen noch mal eben. Oh nein, nein! Uiuiui! Ui, ui. Darum driftet der so, obwohl ich gerade fahre. Strom. Wir sollen das von hier unten sehen. Wo bin ich denn jetzt da? Ich bin da. Und hier hat's eine Kiste. Warum hat's hier eine Kiste? Aha, weil da liebe Carsten am Werk ist. Okay. Das lässt sich von hier unten nicht wirklich bauen. Mario? Ja? Weißt du das zufälligerweise? Haben wir hier oben mal eine Festplatte geholt? Zeig mir das mal auf der Karte. Etwa da, wo ich jetzt hingucke. Das letzte Mal sind wir, glaube ich, da oben um den Teufel.
Habe ich eben auch das Gefühl. Ich weiß es aber echt nicht. Ich bin mir unsicher. Weil, Kabel. Ich hier das Safe Game geladen habe. Es kann aber sein, dass ich das noch das alte Safe Game habe. Brauchen wir noch irgendwas? Ich gehe jetzt sicherheitshalber einfach mal kurz gucken. Ich brauche schwere modulare Rahmen. Ich habe welche in der Tasche. Ich komme gleich nach Hause. Dann kannst du es haben. Ja, ich brauche 17 Stück. Habe ich. Nee, gar nicht. Nee. 27. Nee, so viel kann ich dir nicht geben. Okay. Die brauche ich aber. Für was? Um schwere modulare Rahmen zu produzieren. Aha. Okay, ja, Frage ist halt, willst du die Rahmen oder willst du Pipe-Technik? Ich baue mir sonst eben die 27 Stück. Weil ich könnte die Pipeline-Technik MK2 instant bauen, erforschen. Der Punkt ist halt, wenn ich die 30 Rahmen habe, kann ich eine Produktion bauen für, Mario. Knappe 9 schwere modulare Rahmen pro Minute. Ja. Ach komm mal irgendwas. Ich hab keine. Was? Stangen mehr. Ich kann schon. Stahlbetonträger brauche ich noch. Wir müssen schauen, wo du gehst. Was ist jetzt das bitte? Ja. Was soll denn der Quatsch? So. Was brauche ich noch? Hallo. Ich hätte sogar noch ein paar Kabel bauen können. Beton, das habe ich. Das war doch das. Ich glaube, da waren wir. Also Tom, wenn du welche hättest, wäre es wirklich praktisch, weil dann haben wir eine Produktion dafür. Das sind die Dinge, genau. Sascha, speichere doch mal. Ich bin schon wieder oben. Ja, ich hab's gesehen. So, ich bleib unten. Für mich hat es sich erledigt für heute. Ja, das ist doof, um rauszufliegen. Stehe ich absolut auch. Gut, und was bringt mir jetzt das, dass das Zeug jetzt hier weg ist? Gar nichts, oder wie? Dann lassen wir das. Au. Lass das. Ich hasse das. Lass das, ich hasse das. Blöde Piekse-Dinger. So. Au! Ja. Jetzt lass doch das mal! Ja, die Bienen ans Hand ist. Die verfolgen den. Kann das sein, dass, wenn du im Baumodus drin bist oder Abreißmodus, dass du keine Verletzung kriegst? Doch. Okay. Ich möchte jetzt am Wind deinen Auto stimmen. Wie so ein Depp. Ja, das daneben kommt. Einfach wieder mal komplett an der Leiter vorbeigesammelt. wie ich es einfach jedes Mal hinkrieg. Da hängt eine Leiter hinterher. Wo? Nein, nichts mehr. Hat schon weggerissen. Wollte eben sagen, ich hab doch jetzt alles erwischt. Ich verlasse ich den Hof. Was? Hast du richtig gehört? Nee, ich verlasse den Hof. Den Hof? Die Erde sauber, ja, Mann! Schreibt sie, oder? Bist du denn gerade, Tom? Ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Bist du Schweinchen rosa? Nein, du bist grün. Ich bin immer noch nicht. Also, ja, vielleicht auf der Minimap, ja. Wie komme ich nach Hause? Okay, mein Auto steht wenigstens da. Wo bist denn du, Sascha? Du bist da? Im Stahltower. Ist ja die Frage, wie ich jetzt da wieder hinkomme. Mit dem Tuk-Tuk.
Mit dem Auto. Ja, eben mit dem Tuk-Tuk. Ja. Also ich brauche Draht noch nebenbei. Ich habe alles mitgenommen, außer den Draht. Und? Jump! ich dachte schon, das gefällt dir wieder. Das hast du auch nicht gemacht. Nee, ganz bestimmt ja. Nicht. Aber macht nichts, das wird nicht mehr genauso. So, bin ich denn schon nah genug an? Nee. Bist du irgendwo in der Höhe oder so, Sascha? Ich bin in der Höhe, ja. Ich stehe auf dem Stahltower. Also, nein, ich meine landschaftlich gesehen. Ja, es ist ein bisschen höher als du. Also ich frage mich manchmal, gegen die kleinsten Bäumchen, Büsche, kriege ich Kolli und kann ich durch und Monsterbäume gehen einfach weg. Mhm. Muss ich nicht verstehen, oder? Das ist nicht das, Tom. Du bist beim... Ja, ich weiß. Ich muss nur gucken, wie ich da über den Fluss komme. Ob ich da überhaupt... Hochfahren, fahr durch. Geht das? Ja, geht. Sicher. Was geht dem denn hier? Achso, Strom. wieso kommt hier nichts an? Kein Strom? Achso, weil kein Strom. Ach, wie ich das gewusst habe. Was wird denn hier produziert? Was ist denn das? Da sind Schrauben. Komme ich da um den See rum? Eisenplatten. Oh oh. Zu viel. Siehst du, das meine ich. Solche Buschstängel halten mich auf. Aber vorher habe ich eine riesen Palme weggesäbelt. Aber das ist dann nicht. Also viel muss ich nicht mehr machen, dann läuft die Produktion hier. Ist ja gut, ich bin ja schon da. Hallo Dodo. Oh ne, Vogel überfahren. Nein. Steht unter Artenschutz. Soll ich runterkommen oder willst du hochkommen? Soll ich das Dynamit mal wegpacken? Wäre besser. Es schwebt ein bisschen das Gebäude. Ja, das ist wieder so. Du kennst ja Sascha, Physik scheißegal. Hauptsache er baut groß. Ja, ich habe die unterste Ebene da noch nicht gebaut. Damals hatten wir noch nicht so viel Beton. Schick. Wo geht's denn da nach oben? Da. Auf der Bergseite. Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Frage ist, wie hoch muss ich denn noch? So hoch wie es geht. So hoch wie es geht. Und direkt und oben an der stehe ich. Und der Mario möchte doch nochmal. Also wie viel brauchst du? Hast du gesagt? 27. 27, ach, da, genau. Nimm das. Tschüss. Und Draht? Hast du zufällig noch Draht? Ja. Perfekt. Da ist noch Kabel. Kabel habe ich, danke. Was brauchst du noch? Beton? Da noch ein bisschen Beton. Beton habe ich hier für Beton habe ich hier ein Lager. Ja. Aber nimmst du es trotzdem, okay. Danke. Klar, gut, mach mir Go. Gebrüder nimm, ne? Naja, kein Ding. Also die Kollegen hier machen dann unsere Heavy Frames. Modulare Rahmen. Die machen modulare Rahmen und hier sollen dann die Manufaktoren noch hin, 3 Stück an der Zahl, um die schweren modularen Rahmen zu machen. Netzwerkfehler, schon wieder Netzwerkfehler. Mario verlässt den Server, das Spiel. Ich bin unter der Karte. Nein. Hört sich alles raus, ja. Süß. Und... Bett! Warum? Sascha! Was, warum? Was hast du gemacht? Ich wollte runterspringen und direkt ins Auto. Aber irgendwie kam ich
kam die Taste nicht richtig an. Kannst du mich kurz wieder bewegen? Ja, ich komm mal eben nach unten. Ich bin mal hier unten. Du bist hier unten am Stahltower? Ja, direkt da, wo du vorher standst, bin ich runtergehüpft. Ja, so schön im Auto drinnen, so. Schön am Kuscheln. ich bin nicht gestorben, ich klemm da im Motor fest, dann ist eine Schraube drin. Da drüben, oder? Also das ist nicht im Hauptlager, ne? Hä? Nein, beim Stahltor. Kommst du kurz, Sascha? Ganz fix? Ich bin im Hauptlager, im... Ja, hab ich doch gerade gefragt, ob du hier im, Direkt, also direkt da, wo du vorher vorstand. Nee, Carsten hat gesagt, er ist doch direkt da und gesagt, er ist auf Lager. Das sieht aber lustig aus, Tom. Mhm, ich weiß, ich muss da am Motor was reparieren. Kannst du mich da mal kurz rausziehen? Ich sag mal, du drehst dich hier so ein bisschen. Ja, ich sag ja, ich muss den Motor reparieren. Zieh mich mal raus jetzt. Ich kann dich nicht wiederbeleben, solange das Auto über dir steht. Au! Ja, aber das Auto lag auf hier. Ich konnte kein E drücken, außer einsteigen. Ach so. Deswegen musste ich mal eben die Karre ein bisschen beiseite fahren. Die Firma dann. Hier zwei Autos. Achso, der ist der Carsten hier. Mhm. So, sicherheitshalber mal futtern. Was gespeichert? Das speichert Output immer wieder mal. Hattest du nicht auch schon mal irgendwo Garagen gebaut? Ja, kommen Sie mit. Sie müssen nicht eilen, einfach aufs Gas drücken, aufs Gas. So. Juhu. Ja. Sehr schön. Alles abgeholzt, perfekt. Dann... Oh nein, das funktioniert nicht. Wir müssen einfach gucken, dass da diese die Förderbänder mal ein bisschen weg vom Boden kommen, dass wir da unter durchfahren können. So, die Produktion. So, hier lang unten durch, dann da. Upsi. Speicherung. Siehst du schon wieder eine Speicherung? Jedes Mal, wenn eine Speicherung gibt, fliege ich raus. Echt? Ja, ich bin schon wieder unten. Skandal. Gibt man gar nicht. Also stehe wenigstens mein Auto da in der Nähe schon. So, die Produktion läuft. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier auch genug Stahlrohre ankommen. Fundament. Sollten eigentlich. Asphalt. Hallo. Produktion, Manufaktur. Wir werden wahrscheinlich auch schon Schluss machen, gell? Ja, ich gehe Richtung Feierabend, ja. Ja, da kommt keiner. Jetzt endgültig. Ich habe mein Fahrzeug in Sicherheit gebracht. Das geht so nicht. Das kann ich nicht mit dir vereinbaren. Boah, kriegen wir das hier irgendwie runter? Meinst du dann deine... Scheiße, da habe ich keinen Beton mehr. Oh. Gibt's doch nicht. Klar, und da ist jetzt natürlich der blöde Baum im Weg. Ja, kriegen wir hier auch noch einen dritten rein? Ah, der geht weg mit dem Auto, okay. Spannend. So, Carsten, hast du gesehen? Wo, wie, was? Nein. Uff. Ich hab dich irgendwann verloren. Da muss ich immer noch zumachen, ha? Huh? Ja. Wo bist denn du?
komm mal hier. Sascha. Wo bist denn du? Wer, ich? Ja, du bist da. Komm mal zu da, wo ich bin. Wer? Ich. Carsten. Ja. Muss eine Karsten. Ja, das Ding ist der Carsten. Ich bin im Lager. Ich bin im Lager. Oder bist du schon drin? Im Lager, ja. Und hast jetzt die Ding gesehen? Ah. Au. Oh. Und da habe ich eben noch gesehen, da gibt es noch Mycelium. Oh. Ja, das hab ich dort hingelegt. Wer? Ich. Da bin ich von du. Hat das hier irgendeinen bestimmten Parkreihenfolge oder so, ne? Nee. Parken wie man möchte. Wie man parken wie man möchte. Genau. Aber nur der längs nach, gell? Meinst du nur der längs nach? Längsparken. Möchte ich mal kurz gucken. 28 Coupons. Sorry, komm wieder einkaufen. Yes. Das war sowas von. Und wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Hier bei den Metalldächern. Na. Da, da. Dann haben wir hier nur noch Boden. Linie. Aha. Dann kann ich doch hier mal. Ach komm. Eins, zwei, drei, vier. Ach, also ich wollte und das hier. Sechs Items loswerden. Das hier und das hier. 28 Punkte sind für 22. Komm. Yes. Guck mal in die Kiste. Moment. Bitte kurz. Was hatten wir denn noch? Brauchen wir aktuell noch nicht. Das funktioniert hier gerade nicht. Was habe ich gesagt? Wir haben 20 haben wir. 22. Sieht es jetzt aus? Also, Architektur ist alles gekauft. Customization ist vieles schon gekauft. Wände haben wir alles. Fundamente fehlen uns noch ein paar. Ja, das nächste Mal wieder so viele haben, dann geht's rund. Oh. So, Mom, noch ein letztes Mal in die Mom gucken. Ich hab keinen Rush. So. In welche Kiste meinst du, soll ich gucken? Von der, damit du gerade standst. Okay, hast du jetzt ja extra für Notfälle gebaut, oder wie? Ja. Haben wir irgendwo einen Resteverwerter von biologischem Material? Keine Ahnung. Ja, ihr wisst ja auch gar nicht, was ich meine. Timo, grüß dich! Ach, Draht fehlt mir. Warum fehlt mir bloß Draht? Das ist etwas verrücktlich geworden da drinnen. Mario. Ja. Reine ja, Eisenbahn. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Mit Wasser. Ich bin immer mehr am Server. Ich bin schon wieder runter. Bin geflogen. Ja, aber du kannst doch bei Dings gucken hier, oder nicht? Bei Tom, ja. Nein, bei mir. Achso, was? Ja, könnte ich schon. Ja, aber du wolltest. Logistik, intelligenter Splitter. Was ist laut hier drin, ey? Für das nächste Mal. So. Nächstes Mal bauen wir hier aus. Ja, ja, ich weiß, aber warum? Zack, 9 Festplatten haben wir jetzt hier am Start. Ja, ich habe 6 von beim Dom drüben. Was für ein. Aber das wäre es nicht besser, wenn es oben ist. Wenn wir
Wenn du stirbst, kommst du ja oben in der Pyramide raus. Wenn du hier stirbst, kannst du da abholen. Ja, wenn, aber du bist oben, ja, du kommst ja. Aber oben zurück. Ich würde das auch oben hinlegen, ja. Also das Chef neu einordnen. Würde ich auch dorthin hinlegen. Okay, ich würde sagen, das mache ich jetzt also hier nicht mehr. Ich die Arbeit für heute beenden. Ich suche mir jetzt ein ruhiges Plätzchen und setze mich erstmal hin. Ich würde gerne die Rahmen noch fertig kriegen, aber das wird kompliziert. Ja, das kann dauern, ich weiß. Und ruhig. Carsten, dreht ja mal im 180 Grad. Also, mal ganz kurz noch ausräumen. Gehst du mal zu dem Förderband hin? Das sind zwei unterschiedliche, gell? Ja. Motoren haben wir noch das keine. Eins, mir geht's mit. So, Stahlrohre. MK4 weiter. Okay. Das hier sind die modularen Rahmen. Ja, Tom, du hast da altes. Anscheinend sind da die. Oh ja. Ah, das habe ich übersehen, wahrscheinlich, das Förderband. Aber das würde ich sagen, schmeißen wir den späteren hier rein. Wo ist das mit diesen vielen Kisten, wo hast du die alle stehen lassen? Das muss doch auch irgendwo sein. Naja, da sind da in Gebäude drinnen. Mycelium hat sie auch noch. Ach, drinnen im Gebäude. Ja, bei den Förderbändern kugeln die unter. 118 Platinen. Nicht da, Tom. Carsten, nicht da. Unten? Nein, da sind die Förderbänder. Bei der Produktion da irgendwo, weil ich die Förderbänder aufgewertet habe. Fusionator. Kugeln die irgendwo da um und um. Keine Ahnung. Auf welcher Ebene oder oben ist das nicht einmal aufgefallen. Erst wie der Tom mir gesagt hat, sind sie völlig. Er war mal völlig verkehrt. Oder unten, können es auch sein. Ich habe jede Etage gemacht. Ich guck mal. Was habe ich schon da hinten? Da habe ich die Computer. Die Computer da sind, dann schmeiße ich das ganze andere Zeugs auch dahin. Es wäre super, wenn man das sehen könnte, auf welcher Höhe das ist eigentlich. Wo hast du denn angefangen? Von unten nach oben oder von oben nach unten? Ja, komm, eigentlich. Von unten nach oben hast du angefangen. Eigentlich also gehören die in die Reihe noch. Ja, hast du dann irgendwann die Taschen voll und dann passiert das. Die habe ich die ganze Zeit schon voll gehabt. Ja. Ich habe immer die. Ah, das sind die Kisten. Ja, das ist das Material, das auf die Förderbänder war. Nee. Das ist das Material, aus was das Förderband gebaut war. Okay. Das Förderband, das Material, was auf den Förderbändern steht. Batterie. Läuft normal weiter. Okay. So, die Rahmen haben wir auch drin. Was haben wir denn sonst noch? Ach, die Motoren. Hat jemand zufällig gerade einen Strommast in der Nähe? Nee. Wäre nämlich gerade ganz interessant, was wir an Strom übrig haben. Zu wenig. Schwarzpulver und Peng-Pengs. Sagen schwarze Pulver hier und das irgendwann ich haben. Ich habe schon mal reingeguckt, da habe ich gedacht, ui. Ich schmeiß jetzt mal beide mal hier rein. Mal gucken, was dann kommt. Hier kommt irgendwann mal. Sehr viel hat sich aber noch nicht geändert, gell? Das ist mir aber für einen der Vater Mutter geärgert hat. Das ist die Frage. Habe ich die Motoren da hinten? Habe ich die Motoren da hinten? Überschuss. Beton. Ich höre, was du denkst. Nö, das glaube ich nicht. Jetzt muss ich wieder mit offen. Wann kann ich wieder updaten für der Bänder? Die
drei gehören eigentlich zusammen. Oh, jetzt ist Fit 4. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Dann würde ich sagen, rein. Das haben immer so viele. Was? Sind noch immer so viele. Ja, da, ich weiß. Hast du schon irgendwelche weggenommen oder schaust du nur an, was da drin ist? Motor. Guck nur, was drin ist. So, so, so. Das habe ich deswegen gemacht, weil du immer so ruhig irgendwo einen Dumm bauen tust. Dass du einmal ins Lager reinkommst und. Dass du mal zu uns kommst, dass du uns wieder mal siehst. Dass du weißt, wer wir sind. Aha. Geht weg. Wer seid ihr? Ihr dürft nichts sein. Wer seid ihr? Geht weg. Hier war ich schon. Also hier drin braucht es unbedingt noch Licht. Das kommt dann wirklich halt in der nächsten Folge wieder an. Hier haben wir Computer. Eigenartiges ist nicht überall. Okay. Da wird gerade ein Stack leer gewesen sein, von dem, was du verbaut hast. Was ist das für MK? Was ist das? Der war jetzt ein zu hoch. MK4, das heißt, du hast hier Stahlbetonträger verbaut. Ja, das kann sein, ja. Und dann war wieder ein Stack leer. Stahlbetonträger. Dann hast du die Platten wieder aufgenommen. Bis das wieder voll war. So, da du ja mehr Platten reinfahren. Oder weniger Platten aufnehmen kannst. Als du hier einen Stahlträger verbaust, dadurch passiert sowas. So. Ja, das nächste Mal schmeiß ich es runter. Das. Also, was ich nicht brauche, dass ich da. Dadurch, dass da noch keine Mauern baut, kann ich da übers Klein darüber schmeißen. Wo muss ich eine Mauer bauen? So. Jetzt haben wir auch Beton drin. Und du kannst erzählen, was du willst. Er hat die Ohren überall, ne? Manchmal ist es auch wichtig und richtig, dass ich die Ohren offen halte. So, Beton haben wir. Und jetzt brauchen wir noch die. Was macht denn der Carsten? Er sammelt die Kisten. Die Kisten? Ja. Denen jeden gestört hat. Ach so. Haben die irgendjemand beim Umbauen. Es sind noch einige da. Da sind noch einige da. Ja. Ich glaube, die sind unten. Aber wo? Ich habe quasi in der Pyramide angefangen. Bin dann irgendwie runtergefallen. Und dann von unten hinauf baut. Naja. Machen wir das nächste Mal weiter. Mal wieder eine Etage hochlaufen. Mal wieder hoch und runter hier. Mach doch eine Hypercube. Problem solved. Nee. Hast du das vergessen, oder ist das so gewesen? Eine Etage lohnt sich das nicht. Hm? Ja, für alle. Ja, das wir übersehen haben wahrscheinlich, ja. Aber es ist niemandem aufgefallen. So. Ah, da hinten sieht es auch gut aus. Können wir das mal reinzoomen da? Was macht denn der Sascha da hinten? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ja, du bist hinter dem Pfeiler. Ich sehe nämlich eine Lampe. Guck. Seh dich. Oh shit, gar keine große Bewegung mit der Maus. Nee, da darfst du gar nicht bewegen. Ja, ich habe volles Zoom, du bist 1 cm groß. Ja, ich sehe dich wohl. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie die Stahlbetonträger oben reinkriege. Dann. Oh, guck. Machen wir da noch kurz einen Blick rein. Zum Abschluss. Stahlrotor. Geklebte Eisenplatte. Ah, guck, geklebte Eisenplatte kannst du verstärkte Eisenplatte machen ohne Schrauben. Oder willst du alternative Holzkohle?
Was? Holzkohle? Ja, aus Holz machst du ja, Holzkohle. Stahlrotor oder? Ja, wäre für den Carsten ja nicht schlecht. Für den Sascha nicht schlecht. Weil der braucht ja immer Kohle. Mhm. Kannst du Bäume ja, holen das und. Nee. Hat sich inzwischen ein bisschen verbessert. Also geklebte Eisenplatten finde ich jetzt eigentlich nicht so schlecht. Kannst du, wie gesagt, die verstärkten Eisenplatten machen, ohne Schrauben, nur mit Eisenplatten und Gummi. Oder Stahlrotor. Ja, ich hab jetzt hier gerade... Brauchen wir den nochmal? Ich glaube, ich nehme das hier. Ich glaube, da wird schon. So. Oh. Ach nee, ich habe keine Festplatte mit dabei. Nein! Na gut, wie lange machst du noch, Sascha? Oh, 10 Minuten vielleicht nur noch, oder wenn überhaupt. Okay. Ich weiß nicht, eigentlich möchte ich gucken, dass ich die Produktion hier noch fertig kriege, aber ja, ich glaube, das könnte sehr eng werden. Kann ich dir forsch nachfolgen? Wer ist denn noch da? Eigentlich ist da gar keiner mehr da, der das gleiche spielt, was wir da spielen. Nennt sich Satisfactory. Falsch rum. Ach, bestimmt wieder viel zu spät für alle, oder? Ich weiß nicht, wo das dann noch sein soll. Ich habe nach Satisfactory gesucht, das zeigt mir alle Leute sonst was an. Oh. Hast du im Tower hier auch noch was gemacht? Ja, ja. So. Ich habe alles umgebaut. Alle Pferdebänder. Ach, wisst ihr was? Ich schick euch einfach. Was machen wir denn sonst? Vielleicht schreibe ich den LS. Ja, gut, aber ich mache Feierabend. Nicht. Wollt das ihr noch Tschüss sagen, Kollegen? Tschüss. So. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, am Mittwoch. Morgen werde ich noch ein paar Aufnahmen machen für die nächste Woche. Weil da fällt der Stream für von Sadis komplett aus. Weil Einrichtung und neues Setup und so. Darum würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns am Mittwoch bei The Dark Souls 3. Ja. Und wer keinen Bock hat, der sieht mich dann sonst wieder wann. Nee, Donnerstag werden wir noch einmal online. Das letzte Mal in diesem Setup hier in der Wohnung. Bei Road to Map. Und das wird nach dem letzten Stream, letzte Tätigkeit am PC sein. Darum würde ich sagen, vielen lieben Dank für euren Support. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns, wie gesagt, entweder Mittwoch, Donnerstag oder in anderthalb Wochen, zwei Wochen. Mal gucken. Weiß noch nicht. Ihr werdet es sehen. In diesem Sinne, macht's gut. Sagt dem lieben Wario einen lieben, netten Gruß von mir, falls ihr den LS gucken möchtet. Und habt noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Bye, bye.